Willkommen bei einer neuen Folge Flammenflügelmann präsentiert. Ich bin Flammenflügelmann. Hey Leute, wie geht's euch? Ich wollte jetzt mal wieder meine 5 Säulen vervollständigen. Fullmetal Alchemist habe ich ja schon mal erwähnt. Naruto und Fairy Tail habe ich auch erwähnt. Jetzt kommen wir zu meinen letzten 2 der 5 Säulen der Animes. Also 5 Säulen sind für mich die besten Animes, die es gibt. Ich nenne die einfach die 5 Säulen, weil es sich geil anhört. 5 Säulen. Sag gern Säulen. Ich mag Säulen. Ich mag auch Züge. Obwohl morgens mag ich keine Züge. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich rede jetzt mal von One Piece. Einige von euch werden sich jetzt fragen, One Piece? One Piece? One Piece? Nach Naruto! Nach Naruto! Er spinnt! Er ist verrückt! Er ist ein kleiner Ausgeburt der Finsternis! Ja, Naruto und One Piece liegen bei mir ungefähr gleich. Für mich ist einfach One Piece noch nicht so, weil ich noch nicht ganz die wie ich gesagt habe, Naruto, was ich liebe, die Hintergründe und alles. Und One Piece wirft für mich einfach noch zu viele Fragen auf. Ist noch nicht fertig, der Manga, wirft einfach für mich zu viele Fragen auf. Dazu kommen jetzt erstmal Stopp. Und seht euch bitte jetzt den Trailer an. Danke, dass ihr den Trailer gesehen habt. One Piece, worum geht das? Es geht um einen ulkigen jungen Mann, der Pirat werden will. Und er will kein einfacher Pirat werden. Er will der größte Pirat der Welt werden, also der Piratenkönig. Davor gab es schon mal einen Piratenkönig, das war der Gold Roger. Der eröffnet mit dem Satz, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Das Schatz nennt man das One Piece und damit hat irgendwie eine Piratenära angefangen. Irgendwie haben sich jeder gedacht, halt, das One Piece, ja, das will ich auch. Okay, dann klauen wir uns mal ein Schiff und fahren auf See, suchen uns eine Crew und bauen und zerstören einfach die ganze Welt. Wir sind Piraten. Da gibt es natürlich diese bösen Piraten. Aber es gibt auch die guten, wie unsere Helden in One Piece. Man nennt sie die Strohhutbande. Das sind unsere Helden. Das sind so gute Piraten. Die klatschen auch böse Piraten. Die kämpfen hauptsächlich halt gegen böse Piraten und die Marine und die Weltregierung und alles. Da ist seltsamerweise die Weltregierung und Marine als böse hingestellt. Und die Piraten sehr gut. Also ein bisschen verdrehtes Universum dort. Aber der Anime ist geil. Der hat auf jeden Fall geile Action. Der hat auch geile Weiber. Der hat zu wenig Edgy. Sag ich ganz ehrlich. Wenn ich die Weiber sehe, sage ich, zieh den doch mal mehr aus. Genau. Das wird den Anime viel besser machen. Mittlerweile ist der Anime an Naruto hinten dran gezogen auch, weil die letzten Folgen, die waren wie Dragon Ball Z, wo Son Goku 10 Folgen lang Kamehameha schreibt und in der 11. Folge lässt das los. So waren die letzten Folgen von One Piece. Die ziehen sich wie Kaugummi. Das war also, jetzt kamen dann wieder 2 gute Folgen raus, oder 2 oder 3, wo Ruffy dann richtig abgegangen ist. Es muss dann eigentlich wieder richtig abgegangen ist. Es muss sagen, ja. Leute, wenn ihr das aufholt, dann kann er Naruto überholen. Er hat Potenzial, bei mir Naruto auf jeden Fall zu überholen. Fairy Tail zwar nett, aber Naruto hat auf jeden Fall Potenzial. Fairy Tail hat mit seinen letzten Kapiteln schon alles geklatscht für mich. Das ist schon Welten. Okay, ich habe die Handlung, Piraten, Kämpfen. Ist ein wirklich geiler Anime, kann ich auch jedem empfehlen. Wirklich, kann ich jedem empfehlen. Es gibt so ein paar Szenen, dann ein paar Sachen, wo man sagt, oh, nein, 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 nein. Oh, das ist jetzt wieder so langwierig. Oh, bitte zieh's nicht so lang. Beim Anime, beim Manga genauso komisch, weil sie liest sich der Manga irgendwie zwischendrin mal ein paar Stellen, da liest der Manga sich genauso irgendwie. Da denke ich mir auch, okay, das hätte man deutlich abkürzen können. Zum Beispiel die Fischmenscheninsel, die hätte man deutlich abkürzen können, finde ich. Dressrosa hätte man auch nochmal locker 100 Kapitel weniger machen können. Da hat Oda einfach übertrieben und Oda überreisen. Oder ich komme nach Japan. Ich krieg dich, glaub mir's. Mach besser keine Pausen mehr, bis ich nach Japan komme. Glaub mir's. Ich klatsch dich. Du fängst gerade an, wieder geil zu machen, One Piece. Wo es bei Dressrosa so scheiße für mich war am Anfang. Jetzt ist wieder geil. Zeit Ende von Dressrosa. Hör auf und mach keine Pause mehr. Ich sag dir's. Du bist nicht krank. Du bist im Kopf krank, aber sonst nicht, okay? Pause zu machen, selbst wenn du im Krankenhaus liegst. Nimm dir von dem von Hunter x Hunter ein Beispiel. Die ist halb tot und schreit trotzdem weiter. Mach du das auch. Wegen so einem kleinen Husten hörst du nicht auf zu zeichnen. Klar, One Piece weitermachen. Keine Pausen mehr. Versteht sich schon selbst, ne? Deine dauerten Pausen, mal eine Woche One Piece, dann eine Woche keine Pause, dann 2 Wochen mal am Stück gemacht. Oh, ich meine, wenn Oda mal 3 Wochen am Stück macht, oh. Das ist dann extrem harte Arbeit. Dann
Ich glaube, da nennt ihn zu Hause jeder Workaholic oder so. Aber, oder keine Pausen mehr. Sonst hast du bei mir verschissen. Sonst, One Piece war dann das Letzte, was ich von dir gelesen habe. Okay, und jetzt kommen wir dann auch schon zum Abschluss, zu meiner Wertung. Ich sag 33,5 von 10. Ja, ich meine, es hat Verbesserungspotenzial. Ich rede jetzt nur über den Anime, den Manga. Der ist bei Naruto ungefähr gleich für mich momentan. Er hat auch Verbesserungspotenzial. Kommt drauf an, an welche Richtung er sich schwingt halt. Man kann Mangas verkacken. Man kann aber Mangas gut machen, hoch machen, noch besser. Es muss halt jeder selbst entscheiden, wie er seinen Manga, in welche Richtung er ihn lenkt. Und es muss auch nicht jedem gefallen. Ich meine, ich kenne Leute, die sagen, Naruto, das Ende war scheiße. Ich fand's Ende geil, es hat alle Fragen beseitigt. Na gut, Naruto hätte man auch bestimmt nochmal 10, 20 Kapitel kürzer machen können. Da finde ich auch so ein paar Sachen unnötig. Aber in welchem Manga ist es, wenn man einfach sagt, okay, das kommt jetzt unnötig dahin? Der hier ranken wir den auf Platz 61 und 8,61. Wertung hier, also von dieser Anime-Seite, wo ich jetzt die mir herhole. Ich sag, okay, der hätte locker auf Platz 3 gekonnt von allen. Aber ist, Leute, ist eure Entscheidung. Wie gesagt, One Piece, geiler Anime, guckt ihn euch an, ich kann's nur empfehlen. Ich bin König. Ich bin König, ich bin König. Ja, mir gefällt die Krone. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Anime. Und das ist Bleach. Bleach, bei mir einfach, Bleach ist geil. Ich meine, wo? Hier ist der Trailer, seht's euch an. Danke, dass ihr euch den Trailer angesehen habt. Bleach, worum geht's? Es geht um einen Oberschüler, der lebt in der normalen Welt, außer er hat halt eine besondere Fähigkeit, er kann halt Geister sehen. Und eines Tages kommt halt ein Shinigami vorbei und der wird von einem bösen Monster, einem bösen Geist angegriffen. Hollows nennen sich die. Und der muss dann halt zum Shinigami werden. Und die gibt ihm halt seine Kräfte, dann wird er halt zum Shinigami und kämpft gegen Hollows und so. Weiter halt. Das ist Bleach. Shinigamis sind dort nicht so wie wir kennen mit Sensen oder so aus Death Note. So, hui, wir haben so einen Blick. Das war's. Und Death Note, wir schreiben Namen rein. Hier, weil der Name steht drin. Sterb mal bitte schön. Nein, die kämpfen noch richtig. Die haben Schwerter. Und diese Schwerter, die können sich halt verwandeln. Die haben halt Namen. Die haben eigene Persönlichkeit. Und jeder hat halt zu seiner Persönlichkeit ein Schwert halt auch. Ein spezielles. Und es hat einen Namen. Es ist halt wie eine eigene Person. Und es hat halt auch Stufen. Das erste Stufe ist Shikai. Das zweite ist Bankai. Und die kämpfen halt mit Schwertern. Die kämpfen auch Shinigami gegen Shinigami. Shinigami gegen Hollow. Hollow ist die Shinigami-artig werden. Shinigami ist die Hollow-artig werden. Und alles. Richtig geiler Action-Anime. Richtig geil habt ihr das gemacht. Zwischendrin muss ich aber auch sagen, da hat Bleach, das hat mich an Bleach richtig abgefuckt. Ja, darum ist er auch bei mir nicht höher im Kurs, weil ich stehe auf Schwerter und auf Schwertkämpfe. Darauf stehe ich wirklich. Das steht bei mir fast noch irgendwo mehr als bei Magie. Aber die haben eins verkackt bei mir. Eins. Und zwar die Fullbrings. Die Story mit den Fullbrings. Das war scheiße. Sorry. Ab da konnte ich nicht mehr. Stellenweise auch bei der neuen Arc, jetzt was jetzt kommt, da was auch stellenweise, dachte ich mir, okay, das ist zäh zu lesen und so. Mittlerweile ist aber wieder richtig geil. Mittlerweile ist wieder auf dem richtigen Höhepunkt und richtig geil. Es gab halt bei jedem Manga gab es Höhen und Tiefen. Genauso wie bei dem auch. Bleach ist jetzt dort da, der wird gerade wieder richtig geil, der geht gerade wieder nach oben. Weil Bleach, wie gesagt, einer meiner vier Säulen. Ist auf jeden Fall richtig empfehlenswert. Kann ich jedem hier draußen von euch empfehlen. Guckt es euch einfach an. Es gibt nichts Besseres als Bleach. Von Animes hört so her. Außer Fairy Tail, Naruto und One Piece. Gibt's nichts Besseres als Bleach. Guckt es euch an, auf jeden Fall. Ich habe vielen Kollegen von mir, die eigentlich gar nicht so Anime- und Manga-freudig sind, Bleach empfohlen und sogar die haben gesagt, Bleach ist richtig geil. Haben sie mit Bleach haben auch einige angefangen, Animes zu gucken. Genauso wie mit Naruto. Ich habe Freunde zum Beispiel, die finden Naruto richtig geil, aber One Piece richtig scheiße. Was ich auch nicht verstehe, weil beides ist richtig geil. Und es gibt Leute, die finden Bleach richtig geil, Fairy Tail, Naruto und One Piece, aber richtig scheiße. Es ist halt,
Wie gesagt, Animes, Mangas ist wie bei allem, wie bei Kleidung, wie bei Getränken, wie bei Alkohol, wie bei Hobbys. Jeder hat halt einen anderen Geschmack. Und man muss halt immer gucken, was zu einem Geschmack passt. Ich mag halt gerne Animes, die storyreich sind, die Drama haben, die auch Geschichte dahinter steht. Wo man sagt, okay, der Anime, der hat Geschichte, der Anime, den kann man gut verfolgen und alles, das ist perfekt. Und wenn Action noch dabei ist, aber Geschichte und Action, das sind zwei Sachen. Die Geschichte, man muss halt, ob es Drama ist, ob es jetzt eine Action-Story ist, Hauptsache, das ist eine gute Story für mich. Das ist halt für mich das A und O. Für einige ist halt auch das A und O richtig fette Kämpfe. Da sage ich, bei Bleach sind die Kämpfe teilweise besser als bei. Ich sage sogar, bei Bleach sind die Kämpfe fast komplett besser als bei One Piece gemacht. Ich finde das also richtig geil. Guckt es euch auf jeden Fall an, das ist, was ich euch empfehlen kann. Den Trailer habt ihr ja am Anfang gesehen. Und das meine Wertung. Bleach ist 30 von 20. Was? Das letzte war noch 33,5. Ja. Mit den Fullbrings und der zwischendrin, nein, beim neuen Arc jetzt. Da hat Bleach bei mir wirklich eine Kurve gemacht. Es ist gerade wieder auf dem Hochgehen, aber zurzeit kann ich einfach nur sagen, das ist geile Anime. Guckt ihn euch bis Eisen an. Lasst den Fullbring Arc weg. Dann habt ihr nichts am Bleach auszusetzen. Das ist der Tipp, den ich euch noch geben kann. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag und habt Spaß einfach am Leben. Yay, endlich vorbei, denkt ihr euch, gell? Ich weiß es, ihr kleinen Kinder. Ciao. Get your life.